Ui, 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 das ist schon mal. Juhu. I have a look in the crop. Oh, wie schön. Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hier wegmachen kann, damit ich denn vielleicht auch irgendwie die Kommentare sehe. Keine Ahnung, wie das jetzt geht. Okay, müssen wir über das Handy dann machen. Hello, hello, hello. Einen wunderschönen guten Morgen. Sonntagmorgen. Soulmate Live. 1. Mai. 1. Mai. Tag der Arbeit. Tag der Arbeit, genau. Der Mai macht alles neu. Der Mai macht alles neu. Das ist unsere mentale Ausrichtung heute für dich, was wir mitgebracht haben. Kann man das so sagen? Ja, ich habe auch noch eine Ausrichtung. Und zwar habe ich heute Engelskarten gezogen. Und ich glaube, es ist spiegelverkehrt, aber für die, die es trotzdem lesen können. Hier steht Gelegenheiten. Wir möchten heute auch über Gelegenheiten sprechen. Und dazu möchten wir einen Raum mit dir öffnen. Den Raum der Möglichkeiten, den Raum der Gelegenheiten für dich. Um... Ah, wie schön. Die Julia ist mit dabei. Anja ist mit dabei. Hello, 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 ihr Lieben. Wunderschönen guten Morgen. Raum der Möglichkeiten, Raum der Gelegenheiten. Vielleicht holen wir euch mal gerade mit in unseren gestrigen, ich nenne es so rückblickend, Einhorntag. Also gestern war für uns Einhorntag. Ich habe überall Einhörner gesehen. Goldene, bunte. Goldene, bunte. Aus Plastik, aus Stoff. Metall. Aus Metall. Aluminium. Also gestern war wirklich Einhorntag. Das fing gestern Morgen früh schon an mit verschiedenen Botschaften über WhatsApp, über die Post. Über die Post, genau. Verschiedene Gegebenheiten. Und wir hatten gestern ja auch uns einen schönen Tag in Luxemburg gemacht. Da ging es dann weiter mit den Einhörnern. Und vielleicht mal noch so ein Beispiel von vielen, damit du mal weißt, was ich damit meine. Gesetz der Anziehung, Realität selbst erschaffen. Hast du alles von mir und von vielen anderen wahrscheinlich schon gefühlt tausendmal gehört. Vielleicht erzählst du dir bis eben auch, ja, das kann ich ja, das klappt ja, ich weiß ja, wie das geht. Und dennoch gibt es so ein paar Dinge im Hintergrund, die es einfach zu beachten gilt. Ja, du kannst auch bestimmt so das Ding mit dem Parkplatz bestellen. Das funktioniert, aber andere Dinge funktionieren dann nicht so genau. Und da gibt es viele Dinge, die da im Hintergrund einfach, ich nenne es jetzt mal von der Strategie her, wichtig sind. Das wird jetzt hier den Rahmen sprengen, darauf einzugehen. Aber ich würde ja mal gern eins erzählen, gestern von Luxemburg. Wir waren gestern Abend zwar in unserem Lieblingsrestaurant dann auch, in einem indischen Restaurant, hatten wir uns einen Tisch reserviert, aber da wir den ganzen Tag in Luxemburg waren, hatten wir dann mittags auch schon mal ein bisschen Hunger bekommen und wollten uns auch ein bisschen in die Sonne setzen, ein bisschen die Sonne genießen, dann vorher zum Shoppen, ne? Und da war dann da draußen, da ist so ein großer Marktplatz, wo wunderschöne Cafés sind. Und ein Café hat uns dann zunächst mal angezogen. Du und Markus, also der Papa, mein wunderbarer Mann an meiner Seite seit 27 Jahren, seit gefühlt 3 Jahren, aber doch sind es schon 27 Jahre. Und irgendwie habe ich so in das Nachbarcafé geguckt und irgendwas hat mich dorthin gezogen. Von der Optik her war es zunächst mal gleich, aber von der Energie her war es total was anderes. Und da habe ich zu den beiden gesagt, bleib mal hier sitzen, ich gucke mal nebendran auf der Speisekarte, was es dort so gibt. Und dort auf der Speisekarte war tatsächlich Zwiebelsuppe. Die hat mich irgendwie angesprochen, auch wenn ich eigentlich nur was trinken wollte, aber ich wusste, die beiden Zwiebelsuppe, das ist es jetzt einfach so als Amüsgöl schon mal fürs leckere Dinner beim Inder abends. So, ich bin danach nebenan. Und dann sah es erst so aus, als hätten wir einen Tisch, das seid ihr ja auch schon nachgekommen. Aber wir standen dann dort in der Schlange zwar als erstes und die Kellnerin ist so an mir vorbei und hat mir gesagt, sie ist sofort bei mir. Kam aber irgendwie nicht mehr. Dann bin ich zu der Dame, die dort zuständig war fürs Kassieren wohl. Und dann sagte sie zu mir, im Moment ist nichts möglich, keine Chance. Dann kam noch eine andere Dame zu mir. Nee, dann, ja. Und die sagte auch, also so 20 Minuten sollten wir warten.
Und wir standen dann als allererstes da wirklich zu dritt. Die Schlange hinter uns wurde immer größer. Und dann kam der Kellner und hatte uns dann sogar erzählt, erstmal auf Französisch, ich habe aber gar nichts verstanden, dann auf Englisch, dass gerade im Moment überhaupt nichts möglich wäre. So nach dem Motto, geht sonst wohin, die Schlange hier, die ist zu groß, hier ist alles besetzt, no chance. Und ich dachte irgendwie, ich will aber in dieses Café hier. Ich wusste nicht warum, ich bin einfach dem Impuls gefolgt und habe dann zu den beiden gesagt, bleibt ihr mal hier in der Schlange stehen, ich gucke mal so die nächsten beiden Restaurants. Das waren auch so Restaurants mit Hotel. Mal gucken, was es dort noch so gibt. Auf die Speisekarte geguckt, hat mich aber auch nicht so sehr angesprochen. Und als ich mich dann so rumgedreht habe, um zurückzugehen zu den beiden, habe ich mir die Frage gestellt, so, Barrieren runter, ausdehnen, was ist jetzt sonst noch möglich? Ich hatte den Impuls, ich will mich dorthin hocken. Und Universum, wie geht's? Genau, wichtiger Satz. Bei den beiden angekommen, da haben wir dann so ein kleines Ritual gemacht. Das wird jetzt auch nochmal so den Rahmen sprengen, aber es ging ganz schnell. Die anderen haben das nicht mitgekriegt, die Schlange hinter uns. Ein kleines Ritual gemacht und in dem Moment gucke ich, was der Kellner oder die Kellnerin, der Kellner war es. Ne, die Kellnerin war es. Sie war es. Kommen Sie bitte. Und wir hatten unsere drei Plätze und das nicht nur am Tisch, sondern wie aus Geisterhand, hatten wir vorher alle drei gar nicht gesehen, hatten die dort noch so Rattan-Sitzgruppen, so was ganz Edles und hatten wir dort noch auf dieser Couch sogar einen Platz gekriegt. Und dann kam der Kellner vorbei, genau sowas. Der hat auch gestaunt, wieso wir plötzlich da sitzen und hatte Freude und Spaß mit uns. Und hat, ja, okay, habt ihr es geschafft, so nach dem Motto. Genau. Genial. Das sind so die Dinge, was ich auch. Und so gab es eine Vielzahl von Dingen gestern im Laufe des Tages. Mal zu deiner Rückenstärkung, Tag der Gelegenheiten. Was wäre, wenn jeder Tag so ein Tag der Gelegenheiten wäre? Und wie viel mehr kannst du diese Botschaften tatsächlich erkennen und wahrnehmen? Und da blinkt jetzt sogar noch die Kamera. Madeleine, ich gebe mal an dich weiter. Ja, genau, das sind diese Geschichten oder das sind die Beispiele, die du auch für dich behältst und die du erkennen darfst in deinem Leben, damit du auch selbst mehr Vertrauen und Verbindlichkeit, das klingt schon so... Naja, auf jeden Fall mehr Vertrauen aufbauen zu diesem ganzen Prozess, zum Gesetz der Anziehung, zum Universum und auch in dich, dass du dir das kreierst, so wie du das haben möchtest. Und die Sache ist, dass, da kommt ja dann nochmal dieser andere Punkt dazu, Intuition ist immer perfekt. Wir hatten so das Gefühl, ja, mehr so in dieses andere Café zu gehen. Und aber dann stehst du da und man lässt dich nicht rein. Ne? Vielleicht kennst du das ja auch aus deinem Leben, irgendwie Situation, dass du den Impuls hattest und dass du die Intuition erkannt hast, aber dann klappt es irgendwie nicht auf den ersten Blick. Mhm. Die Frage ist, wie oft traust du dich, nochmal nachzufragen? Weil wir haben immerhin drei verschiedene Kellner dort gefragt und alle haben gesagt nein. Und trotzdem haben wir es dann irgendwie möglich gemacht. Und trotzdem haben wir dann gesagt, okay, wir kriegen das jetzt hin, Universum, wie geht's? Genau. Und schon kam sie und bringt uns zu so einem wunderschönen Platz, ringsrum Blumen und die Sonne scheint und unter den Bäumen haben wir gesessen, also wunderschön. Das kam noch dazu, ich habe ja vorher noch gesagt, also wenn wir uns jetzt irgendwo hinhocken, als ihr gesagt habt, ihr würdet noch gerne vorher was essen, ich will auf jeden Fall in der Sonne sitzen, mir ist es zu kühl, einfach nur im Schatten zu sitzen, also genial. Wie viel mehr kannst du wirklich deiner Intuition folgen, was Madeleine eben gesagt hat, immer nochmal nachfragen, dranbleiben. Ja, es gehören natürlich auch Dinge im Hintergrund dazu, die wir gestern da auch gemacht haben, wie dieses kleine Ritual und die winkt dann plötzlich und sagt, ja, kommt her. Das gehört auch dazu. Nur Wahrheit, wie oft, und da zähle ich mich ja auch dazu, auch heute passiert mir das noch manchmal, wo ich mich dem hingebe und nicht meinem Impuls folge zu 100%, wo ich schon dabei bin zu denken, nein, dann soll es halt nicht sein oder aufzugeben, statt dran zu bleiben, nachzufragen.
guck mal, das sind alles Dinge, die wir als Kinder ganz natürlicherweise gemacht haben. Wenn wir was haben wollten, wollten wir was haben. Das ist nur im Laufe der Zeit natürlich ganz, ganz viel unterdrückt worden, weil die Eltern es nicht aushalten konnten, weil wenn es um irgendwas ging, was mit Geld verknüpft war, dann natürlich aus Sicht der Eltern das Portemonnaie es nicht zugelassen hat und, und. Das sind im Übrigen auch ganz, ganz viele Dinge, das habe ich aufgrund einer Begebenheit mit Madeleine, ein Gespräch mit jemand von vor 2 Jahren in Zypern, wo es um Starbucks ging, erkannt, wie sehr das sogar an unserem Selbstwert genagt hat. Erinnerst du dich, wo wir morgens auch, wir waren frühstücken, wir waren shoppen und dann waren wir schon wieder auf dem Weg zum Auto, wo ich so das Gefühl hatte, irgendwas will Madeleine noch. Und da hattest du mich gefragt, ist hier ein Starbucks irgendwo um die Ecke? Und da gab es damals so ein Getränk, das Madeleine so geliebt hatte. Und unterm Strich kam aber einfach bei raus, dass der Gedanke war, naja, jetzt haben wir schon so viel Geld heute Morgen ausgegeben, wir haben schon gefrühstückt, wir haben schon bei unserem Lieblingsrestaurant vorher noch einen frisch gepressten Saft uns geholt und waren noch shoppen. Und jetzt dann dort noch so ein Getränk ist doch zu viel. Ne? Und da habe ich gesagt, komm, lass uns rübergehen, holen wir das noch mit, ist doch kein Ding. Und so kamen wir dann so ins Gespräch. Und da kam beim Raus auch, das war mir bis dato selbst überhaupt nicht bewusst, was das mit uns gemacht hat, wenn die Mama früher gesagt hat, nee, ein Eis gibt es jetzt nicht noch. Nein, eine Limonade gibt es jetzt nicht noch. Also ohne Begründung, sondern da sind wir auf den Gedanken gekommen, ich habe jetzt schon so viel gekriegt, das bin ich jetzt nicht noch wert, dass ich jetzt auch noch eine Limonade und ein Eis bekomme. So tief sitzen die Dinge in uns. Deshalb das mal zum Bewusstmachen für dich. Gerne auch mit der Einladung, alles das, was das jetzt bei dir auch aufkommen lässt, einfach mal zurückzuschicken zum Absender. Mit Bewusstsein angehangen, wer auch immer der Absender ist und wie das auch immer jetzt ausschaut, einfach mal die Entscheidung treffen. Schick das mal alles wieder weg, raus aus deinem Zellbewusstsein. Was wäre, wenn es ganz einfach ginge, wenn du dich jetzt einfach nur dafür entscheiden würdest? Alles das weg. Zurück wieder zu dir selbst. Als Kind hattest du keine Ansichten darüber, dass noch ein Eis zu viel ist, dass du es nicht haben kannst, dass du das Spielzeug nicht haben kannst, dass das aus Plastik ist und deshalb nicht gut ist oder dass das so und so viel kostet und dass das nicht sein muss. Du hattest als Kind auch keine Ansicht darüber, wenn du irgendwo einen Platz hattest, wo du lieber spielen wolltest, dann wolltest du dahin, weil dich das einfach energetisch besser angefühlt hat. Weil du einfach dorthin wolltest, einfach weil. Punkt. Ja. Und wie sehr erzählst du dir heute die Geschichte, ich brauche das nicht. Ich gebe mich lieber mit weniger zufrieden. Das reicht mir doch auch. Und würdest gleichzeitig aber ein Beitrag für diese Welt da draußen sein, weil du spürst, du trägst eine einzigartige Botschaft in dir. Vielleicht hast du bis eben noch nicht die Klarheit, was genau es ist. Vielleicht erzählst du dir bis eben auch noch die Geschichte, ich bin noch nicht gut genug dafür. Ich muss noch erst das und das und das. Ich würde ja gerne aber. Vervollständige mal diese Sätze. Da kommst du an diese ganzen Terrorbarrieren, Paradigmen und Schranken ran, die es bis eben verhindern, dass du noch nicht dort bist, wo du hin möchtest. Als Kind bist du niemals auf die Idee gekommen, dass das Allerbeste gerade gut genug für dich ist. Das ist keine Begrenzung. So, der Mai macht alles neu. Wie sehr kannst du jetzt heute hier mit uns den Raum öffnen und die Schranken aufmachen und beginnen, dich mehr und mehr von allen Begrenzungen zu lösen? Da hast du bestimmt noch ein paar Impulse, die du spürst. Das Süße ist ja auch, dass wir uns oft selbst davon überzeugen und davon uns selbst, wie sagt man? Überzeugen. Mit den ganzen Selbstgesprächen, die wir führen. Ja, ständig und sagen, uns erzählt. Was wir können und was wir nicht können. Begründen das Ganze noch, rechtfertigen,
Zum Beispiel sind das Sätze wie, ich würde ja gern, aber. Oder wenn du irgendwas sagst und dann gleich noch ein Weil hinten dran machst. Die Sache ist, dass wir auch das gelernt haben. Ne? Schule, begründe deine Antwort. Ist ja klar. Ne? Hat natürlich auch von der Schule aus gesehen, da möchte ich jetzt gar nicht irgendwie das Ganze bewerten oder so. Natürlich ist es auch da sinnvoll gewesen, dass wir gelernt haben, dass wir wissen, warum wir etwas sagen, warum wir etwas denken und so. Natürlich, nur ist das so weit gekommen, dass wir alles, was wir sagen, begründen wollen. Wir begründen, was wir wollen, wir begründen, was wir nicht wollen. Und warum können wir nicht einfach mal sagen, ey, das will ich, einfach so. Oder das will ich nicht, einfach so. Das muss man nicht begründen, immer alles. Aber wir sind so süß, dass wir uns das immer wieder erklären. Was wir können und was wir nicht können und was wir wollen und was wir nicht wollen, dass wir uns das immer wieder selbst auch erklären, auch im Gespräch mit anderen. Und so festigst du das ja auch immer wieder. Und was wäre, wenn du dich einfach mal dem Ganzen öffnest, dem Raum der Möglichkeiten, der ganzen Welt öffnest, wenn du einfach sagst, ich will etwas, Punkt. Ohne zu wissen, wie. Aber das ist schon mal der erste Schritt, etwas zu bekommen, was du wirklich willst, indem du ganz einfach mal sagst, was du willst, ohne aber, ohne weil. Einfach nur, ich will jetzt ein Eis. Ich will jetzt dies und das. Und dann ergibt sich alles. Das ist auch ein Prozess des Vertrauens und des Hingebens. Und das kann auch mal unbequem sein. Das kann auch mal mit Aushalten zu tun haben. Und trotzdem, schau, wo dein Fokus ist. Bist du noch im Rechtfertigen? Ich weiß auch noch, bei mir war es auch oft so, es ist teilweise natürlich immer noch so, ich weiß noch ganz am Anfang, als mir das so bewusst geworden ist, da habe ich gemerkt, bei gewissen Sachen, die ich gemacht habe, habe ich schon überlegt, ging in meinem Kopf schon so durch, okay, wenn jetzt der und der reinkommt, was sage ich dann? Oder wie begründe ich das, was ich jetzt gerade mache? Oder wie ich das gerade mache? Oder wie ich mir schon im Kopf überlege, wie ich sage, weil ich das jetzt einfach so machen will, so mit einer Energie von, lass mich in Ruhe, ich mache das jetzt einfach so, ne? So wie so ein trotziges Kind. Das ist nicht die Energie, von der wir geredet haben, von diesem einfach weil, sondern ich mache das, weil ich es will. Das ist ein Unterschied. Und ich habe da gemerkt, dass ich mich da ganz viel drauf konzentriert habe, wie erkläre ich das, was ich jetzt gerade mache oder was ich jetzt gerade will? Oder vielleicht mag ich gewisse Sachen, die ich möchte, zum Beispiel in einer Partnerschaft. Wenn ich da gewisse Dinge habe, gewisse Wünsche habe an meinen Partner, dass ich mich vielleicht sogar nicht mal traue, die zu äußern, weil dann müsste ich ja begründen, warum ich das will oder warum mir das wichtig ist, damit mein Partner das auch versteht. Aber was wäre, wenn du einfach ja, zum Beispiel deinem Partner so gegenübertrittst und sagst, was du willst und der das einfach verstehen würde. Das sind so Muster und Prägungen, die ganz tief in uns eingepflanzt wurden, alles immer uns zu rechtfertigen für Dinge, uns zu rechtfertigen für unsere Wünsche und es auch anderen immer gerecht zu machen, anderen gerecht zu werden, statt uns selbst. Was wäre, wenn du jetzt mal viel mehr noch den Raum öffnest, dass es dir, ich sag's jetzt mal, schnurzpip egal ist, was andere über dich denken, weil die denken sowieso über dich. Die denken sowieso über dich und die reden auch sowieso über dich. Und im Grunde genommen geht es dich auch nichts an, was andere über dich denken oder über dich reden. Und im Grunde genommen hast du die Wahl, dein Leben lang dich für andere zu verbiegen, es anderen zu versuchen, weil du kannst es niemals anderen 100% gerecht werden oder gerecht machen. Und da viel, ganz, ganz viel Energie reinstecken, bis vielleicht irgendwann deine Seele dir auch auf der körperlichen Ebene rote Karten schickt, in Form von Disharmonien, ohne jetzt sehr näher drauf einzugehen. Du weißt, was ich meine. Statt zu denken, okay, jetzt beginne ich mein eigenes Ding zu machen. Jetzt höre ich auf, mein Licht unter den Scheffel von anderen zu stellen.
Jetzt stelle ich mein Licht unter meinen eigenen Scheffel und betrete wirklich die Bühne meines Lebens. Hör auf, nach dem Fähnchen von anderen zu tanzen. Hör auf, nach Regularien von anderen zu tanzen. Höre auf, mich zu verbiegen. Hör auf, darüber nachzudenken, was andere über mich sagen oder von mir denken. Und bin mal für mich selbst der allergrößte Beitrag, damit ich auch für die anderen, die mir wirklich am Herzen liegen, einschließlich große Dinge im Außen, die du in dir trägst, die du gerne verändern möchtest, erst dann kannst du der Beitrag sein. Erst dann kannst du der Beitrag sein. Und dann geschehen so wundersame Dinge, dass andere dir dann plötzlich sagen, wie oft habe ich früher gehört, als ich aus dem öffentlichen Dienst raus bin, freiwillig gekündigt habe, sie haben immer alle Tassen im Schrank. Also, ich glaube, alle oder die meisten, ich weiß es nicht genau, ich habe ja da kaum noch so Kontakte, die hocken immer noch an ihrem Schreibtisch. Genau die, die mir gesagt haben, sie haben immer alle Tassen im Schrank. Andere haben mir so die Hand gedrückt, naja, sie werden ja wissen, was sie machen. Da habe ich natürlich gemerkt, die würden auch gerne, aber trauen sich nicht. Und andere, ja, ich habe ja gewusst, dass sie das schaffen. Klar. Meine Liebe, die Dinge, die du in uns siehst, die du in anderen da draußen siehst, diesen Erfolg, dieses freie und selbstbestimmte Leben, genau die Dinge, die dich da ansprechen. Es hat ja einen Grund, warum du hier in unserem Universum gelandet bist. Es hat einen Grund, warum du hier in unserer Erfolgscommunity bist. Es hat einen Grund, warum du uns hier lauschst. Und genau die Dinge, die du in uns siehst, die stoßen ja auf Resonanz in dir. Und die können nur in dir auf Resonanz stoßen, weil sie auch in dir angelegt sind. Mit anderen Worten, das ist alles auch für dich möglich, sonst würdest du diese Dinge überhaupt nicht sehen in uns oder in anderen. Wie viel mehr kannst du das jetzt mal annehmen und anerkennen, dass das alles Dinge sind, die in dir auch angelegt sind, die ans Licht wollen, die gelebt werden wollen? Und wie viel mehr kannst du dich von diesem Wenn, Aber, Weil und keine Ahnung, was auch immer, wenn, dann mal lösen? Allenfalls es mal noch einmal aufschreiben unter dem Aspekt zu schauen, ah, da erzähle ich mir die Geschichte, die das verhindert. Ah, die Geschichte klingt so, die Schranke nicht aufmachen lässt. Ah, da ist noch eine Terrorbarriere, die ich einfach durchbrechen darf. Ah, da steckt jetzt noch eine Existenzangst, von der ich mich die letzten Jahre habe aufhalten lassen. Okay, so kommst du an diese ganzen Muster und Paradigmen ran, weil das ist letzten Endes das, was du bis eben immer und immer wieder, wohl zum großen Teil auf der unbewussten Ebene, manifestiert hast. Und wenn du zu denjenigen gehörst, hatte ich die Woche auch zwei wunderbare Frauen, die ins Soulmate gesprungen sind, die sich schon nimmer trauen, und dazu gehörte ich auch früher, groß zu träumen, große Ziele, oder ich weiß auch manchmal Leid nachts, hört mir auf mit diesen Ziele setzen, es klappt bei mir nicht, ich erreiche meine Ziele sowieso nicht, ich habe keine Lust mehr, mir Ziele zu setzen und da auch noch Energie zu verschwenden, um anschließend frustriert zu sein, dass ich es doch nicht erreiche. Warum? Weil so ein Damoklesschwert schon über mir lag und ich schon gar nicht mehr getraut habe, groß zu denken und schon gar nicht wusste, was heißt denn das, groß denken, groß träumen und Ziele erreichen und mir die Geschichte erzählt habe, dazu bin ich kein Typ. Unsere Seele ist mal hierher gekommen und hat sich verkörpert hier, um Erfahrungen zu machen. Unsere Seele bewertet und beurteilt auch nicht in gut oder schlecht, positiv oder negativ. Das sind alles wir mit unseren süßen Spatzen hier. Und wenn du zu denjenigen gehörst, denen es bis eben schwerfällt, sich wirklich mal wieder Ziele zu setzen, weil ohne Ziele setzen, hocken wir nun mal auf dem Boot und schippern auf dem Meer rum und kommen nirgendwo an oder landen irgendwo zufällig, sind immer auf der Suche. Was wäre, wenn du mal dir stattdessen dann die Frage stellst, ab heute, der Mai macht alles neu, welche Erfahrungen möchte ich denn ab jetzt wirklich in meinem Leben noch machen? Weil da kommst du so ein bisschen weg von dem Beurteilen oder Bewerten und auch von dem Gedanken, bei mir funktioniert das mit dem Ziel erreichen nicht.
Welche Erfahrungen möchte ich denn, wenn alles für mich möglich wäre? Fang diesen Satz damit an. Welche Erfahrungen möchte ich ab heute noch in meinem Leben machen? Ich gucke mal in der Zwischenzeit, während Madeleine. Ja, genau. Mir kam jetzt gerade noch so, weil du auch dieses Wort gesagt hast, manifestieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt für dich neu ist, aber jeder von uns, also du bist ein Schöpfer. Du bist der Schöpfer deiner eigenen Lebenswirklichkeit. Also alles, was in deinem Leben gerade ist, war und war, das ist alles von dir erschaffen. Das ist alles deine Kreation. Das hört sich vielleicht auch ein bisschen blöd an, falls es da Situationen gibt oder Dinge gibt, mit denen du nicht ganz zufrieden bist oder so. Aber das ist alles aus deinem Innersten entstanden. Und wenn du dich mal umschaust und mal einfach nur beobachtest, ohne jetzt positiv oder negativ etwas zu bewerten, wenn du dich einfach mal umschaust und schaust, wow, das habe ich alles kreiert. Egal was es ist, ob es der Kontostand ist, ob es der Job ist, der Partner, die Kinder, das Haus, die Wohnung, in der du wohnst und Probleme oder Herausforderungen viel lieber oder auch schöne Sachen, das hast du alles kreiert. Und du ganz allein hattest die Macht dazu, all das zu kreieren. Und wenn du dir das alles mal anschaust mit dem Auge des Beobachters, einfach mit so einer Wertschätzung durch die Welt gehst, was du alles geschaffen hast, dann stell dir doch einfach mal vor, was könntest du alles erschaffen? Da komme ich dann wieder zu diesem, wenn alles für mich möglich wäre, zurück. Was könntest du alles erschaffen, wenn du dieselbe Energie, die du aufgewendet hast, um all das um dich herum zu kreieren, dafür aufwendest, das zu kreieren, was du wirklich willst. Und dazu brauchst du nicht mehr Energie und vielleicht denkst du jetzt auch so, ja, ich habe mich doch nicht bemüht, dass ich jetzt hier Beziehungsprobleme habe oder ich habe mich doch nicht bemüht, dass mein Konto so aussieht, wie es aussieht, falls es da noch was gibt, was du gerne ändern möchtest. Aber grundsätzlich die Energie, die dein, ich nenne es jetzt mal inneres Wesen, also dieses erweiterte Selbst oder die Seele oder wie auch immer du es nennen möchtest, die Energie, die es dafür aufgewendet hat, das zu kreieren, was du jetzt in deinem Leben hast, ist genau die gleiche, die es brauchen würde, um das zu kreieren, was du wirklich haben willst, vom bewussten Verstand her. Und deine Seele, die bewertet auch nicht, was jetzt gut oder schlecht ist. Die hat sich dafür entschieden, gewisse Erfahrungen zu machen. Und du bist jetzt an dem Punkt, dadurch, dass du jetzt auf diese, in dieser Gruppe bist, wir haben auch dich nicht in diese Gruppe gezogen, sondern du hast uns für dich kreiert, diese Gruppe für dich kreiert, damit wir für dich da sind, damit wir dir vielleicht als Wegweiser auch dienen. Und jetzt ist der Punkt einfach da, das passt ja auch nochmal zu unserem Thema, alles neu macht der Mai. Jetzt bist du einfach an dem Punkt, wo du neu entscheiden darfst. Dass vielleicht vorher alles einfach so für dich kreiert wurde, von deiner Seele aus, weil der ist es egal, die bewertet nicht, ob gut oder schlecht. Die wollte einfach nur Erfahrungen machen. Die hat sich für gewisse Erfahrungen entschieden und hat gesagt, das möchte ich gerne erfahren. Und jetzt ist der Punkt, wo du entscheiden darfst, welche neuen Erfahrungen du machen möchtest, wo es weiterhin gehen darf für dich. Welche Erfahrungen oder in welchen Lebenssituationen du dich gerne neu erfahren möchtest. Mit mehr Freiheit, mit mehr Geld, mit dem Wissen um deine Bestimmung und auch die Erfüllung deiner Bestimmung, deines Seelenplans. Und auch mit Leichtigkeit. Mit Leichtigkeit. Und auch damit, sich zu lösen, Tag der Arbeit. Meine Liebe, wenn du genau weißt, deine Bestimmung, deinen Seelenplan, dem Ruf deiner Seele folgst, die Dinge machst, die dir wirklich Freude machen und genau weißt, natürlich auf welche Art und Weise,
auf welche Art und Weise zu kommunizieren, auf welche Art und Weise du auch auf dich abgestimmt, die Naturgesetze, Gesetze der Anziehung, so wie wir gestern da an dem Restaurant das kleine Ritual gemacht haben, wo die Kellnerin, es war keine Minute, halbe Minute, paar Sekunden später gerufen hat, komm, kommt, ihr, hier ist Platz frei, dann funktioniert das, dann hast du nie wieder das Gefühl zu arbeiten. Das heißt nicht, dass du dann den ganzen Tag auf der Couch hockst und und den lieben Gott einen guten Mann sein lässt, sondern das ist Selbstverwirklichung. Dann wirkst du. Das ist auch die Königsklasse von Selbstliebe. Das ist auch die Königsklasse von Selbstwert. Julia hat hier geschrieben, Selbstwert, total wichtiges Thema. Wie viel mehr kannst du dich von all dem lösen? Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz nochmal einen Schritt zurück, bevor ich auf eure Themen hier reingehe, oder wir. Was Madeleine eben gesagt hat und so wunderbar auch weitergegeben hat, mit wunderbaren Worten. Diese ganze Kreation, wie es bis eben ist, ist durch dich entstanden, hast du dir manifestiert. Und wie wäre es, wenn du jetzt in diesem Moment das mal anerkennst? Auch die Dinge, wo du sagst, naja, zum Beispiel hier, was Julia noch geschrieben hat, gesamte Wohnungseinrichtung verloren und solche Dinge. Hartz IV in Deutschland wäre jetzt der Fall, wenn Julia sich nicht entschieden hätte, nach Mallorca zum Beispiel zu gehen und solche Dinge. Oder dein Kontostand oder alles, was du selbst ja kreiert hast. Was wäre, wenn du jetzt in diesem Moment mal die Entscheidung triffst, all deine Energie, die du da reingesteckt hast, zum großen Teil natürlich auf der unbewussten Ebene, jetzt einfach wieder abziehst, aus diesen Energiefeldern rausholst, einfach nur zu dir zurückfließen lässt und wieder weiterfließen lässt. Sodass du da, um es jetzt mal wissenschaftlich auszudrücken, wieder ein Nullpunktfeld erschaffst, um wieder die Energie so zu lenken, wie du es wirklich haben möchtest. Und da gehört natürlich dazu, dass du genau weißt, wie will ich es haben, dass du da genau auch weißt, welcher Weg das der richtige für dich ist und dass du da auch dran bleibst, dass du auch diesen Weg wirklich gehst, unerschütterlich. So wie wir gestern unerschütterlich in dieses Café rein wollten und sonst nirgendwo hin. Ohne Plan B und die Gelegenheiten siehst vom Universum und wahrnimmst und annimmst. Weil das Universum schickt dir immer Gelegenheiten. Das Ding ist nur, wir sind zum großen Teil, wenn wir uns nicht darin üben, präsent im Hier und im Jetzt. In unserem früheren Leben hätten wir da gestanden, es gab noch eine Alternative von Kaffee, aber das hat sich dann irgendwie nicht so stimmig angefühlt. In unserem früheren Leben hätten wir auch gesagt, na gut, ist halt nichts zu machen. Immer halt wieder. Das mag jetzt nicht wichtig sein, ob ich jetzt in dem Kaffee hocke oder sonst wo, kann der Kopf uns auch erzählen. Es geht nur darum, dass das Universum nicht unterscheidet, wenn ich in das Café rein will und dort genau etwas genießen möchte, dann darf ich da auch dranbleiben, dann darf ich mir das auch kreieren. Und daraus habe ich auf meinem ganzen Weg, das hat auch dazu geführt, dass ich tatsächlich nach 30 Jahren mal gekündigt hatte, freiwillig. Und auch ohne Abfindung und alles. Ich hätte sicherlich, wenn ich da meinen Fokus drauf gelegt hätte, nach so vielen Jahren noch mit einer kräftigen Abfindung rausgehen können. Aber ich hatte keine Lust, da Energie reinzustecken. Weil ich wusste, es gibt keinen Plan B. Ich will da raus. Ich lebe jetzt. Meine Seele hat mir so viele Botschaften geschickt, körperlich und auch mental. Ich wollte für die Kinder ein anderes Beispiel sein. Und da gab es keinen Plan B. Und da gab es auch keinen Fokus noch in Dinge zu stecken, um irgendwas zu erreichen, sondern ich weiß doch, dass das Leben immer an meiner Seite ist und das Leben ist auch immer, immer, immer an deiner Seite. Wie viel mehr kannst du beginnen? Irgendjemand hat ja auch was geschrieben von Vertrauen.
wie viel mehr kannst du jetzt beginnen, wieder dir selbst zu vertrauen? Weil diese ganzen Selbstzweifel sind auch Dinge, die du mal aufgenommen hast, aufgrund äußerer Begebenheiten. Und die Schlüsse auch aus dem Familiensystem dahingehend, von den energetischen Dingen, die du bis eben noch mit dir rumschleppst, das kommt mir gerade, weil die Julia da schreibt, Hass von der Mutter. Niemand anderes entscheidet, was du bis eben noch mit dir rumträgst. Niemand anderes. Melanie ist auch mit dabei. Hello. So, die Anja hat noch geschrieben, ich ertappe mich noch bei meiner Rechtfertigung. Wunderbare Erkenntnis. Hausaufgabe, Anja. Und an alle anderen. Oder nee, das darf nur die Anja machen. Ne? Darf nur die Anja machen. Beobachte mal heute ganz genau dich tagsüber, wo du immer noch in dem Versuch bist, dich zu rechtfertigen. Und auch in der Kommunikation mit anderen. Da hatte ich sie auch die Woche noch so zwei, dreimal ein Thema, wo Madeleine mich darauf aufmerksam gemacht hat. Sie hat mir was gesagt und ich habe sofort versucht, was zu begründen. Statt einfach nur, danke, okay, ja, stimmt, fertig. So tief ist das in einem drin. Deshalb beobachte dich mal. Und wie viel mehr kannst du da dich lösen, dich zu rechtfertigen für irgendwas? Mehr und mehr wirklich bei dir selbst ankommen. Deine Einzigartigkeit erkennen, deine Großartigkeit. Wie viel mehr kannst du hier Thymusdrüse wirklich, nicht nur heute einmal, sondern immer wieder klopfen. Ich bin, das ist ein vollständiger Satz, ich bin. Ich bin einzigartig, ich bin großartig. Ich bin fantastisch. Ich habe das allerbeste verdient. Wo wir bei Begründungen sind, haben wir gerade noch ein mega geniales Beispiel dafür, wo wir auch ganz viel begründen, weil das hat auch wiederum was mit Selbstwert zu tun und Selbstliebe. Und zwar kannst du auch mal in deine Vergangenheit schauen, wenn dir jemand mal ein Kompliment gemacht hat oder wenn dir jemand grundsätzlich ein Kompliment macht, wie schnell bist du dann da drin zu sagen, oder irgendwie nochmal Begründungen auch abzuliefern. Oder irgendwelche Erklärungen abzuliefern. So, du siehst heute toll aus. Oh, danke, ich habe dies und das gemacht. Oder heute ist dies und das. Oder ein schönes Shirt hast du da an. Ja, danke, das habe ich von dort und dort. Oder grundsätzlich einfach irgendwelche Beschreibungen. Oder vielleicht kommt sogar dazu, dass du das Ganze abwehrst, so, ne, so, ach, das ist, ne, irgendwie so, so, anstatt einfach mal zu sagen, danke, genau, Punkt, nichts mehr. Das ist auch etwas, was man üben darf und was am Anfang vielleicht auch irgendwie so ungewohnt ist, weil man ist es ja auch gewohnt, dass man immer wieder irgendwelche Begründungen abliefert und dass man immer noch irgendwas dazu sagt, statt einfach nur Danke zu sagen und dann ist das Thema erledigt. Oder jemand macht dir ein Kompliment und dann musst du ja auch eins wieder zurückgeben. Weil du kannst ja nicht einfach nur ein Kompliment annehmen und dann dem anderen nicht dasselbe sagen. Mhm. So, schönes Outfit hast du. Danke, ja, deins finde ich auch toll und ich mag, dass du dies und das kombiniert hast oder so. Ja. Nein, einfach üb dich mal darin, einfach Danke zu sagen. Einfach anzunehmen und nicht immer nur geben oder wieder zurückgeben zu müssen. Und ja, giving is receiving. Das ist klar. Und wir dürfen lernen, oder viele von uns dürfen lernen, auch mal anzunehmen. Wenn du mal überlegst, wie wir eine Sache machen, machen wir alles. Wenn ich ein Kompliment nicht annehmen kann, einfach so, ohne was wieder gleich in mir rausholen zu müssen, mir auch was aus der Nase ziehen zu müssen, was ich zurückgeben kann, was dann in dem Fall auch nur Rotzenergie ist, wenn man es mal so sagen möchte. Wie soll ich denn andere Sachen annehmen? Wie soll ich denn Geld in mein Leben annehmen können? Oder wie soll ich denn noch mehr Liebe in mein Leben annehmen können? Zum Beispiel von meinem Partner, von meinen Kindern, von meinen Freunden oder so. Wie soll ich denn irgendetwas annehmen können?
Vertrauen annehmen können. Und weil ich jetzt gesagt habe, Lords-Energie, Giving is receiving, das ist klar, aber wenn du nur gibst, weil du glaubst, du musst geben, das ist nicht dieselbe Energie, wie wenn du sagst, ich gebe, weil ich etwas schenken möchte. Ja. Ich gebe, weil es sich richtig anfühlt, weil es meine Intuition ist. Und das ist der Unterschied. Du darfst Dinge einfach nur für dich haben. Du darfst einfach mal nur nehmen. Das ist etwas, was man lernen darf. Und dann kommt die Energie, mit der du gibst. Und zwar mit ganz viel Liebe. Und zwar vielleicht sogar nur mit Liebe. Ohne dieses mit kleinen Schuldgedanken, Schuldgefühlen, ich muss jetzt noch was geben. Und das muss auch nicht heißen, dass du jetzt erstmal jahrelang nur annimmst und nimmst und dann erst geben kannst. Das ist natürlich ein Prozess, der zusammenhängt. Und trotzdem, der erste Schritt für die meisten oder für viele, die ich kenne, wo ich das beobachten konnte, ist es einfach erstmal das Annehmen lernen. Das hat auch nichts mit Egoismus zu tun. Genau, genau. Die Anja hat auch geschrieben, das mit dem Kompliment kenne ich auch und heute sage ich danke, fällt mir noch nicht leicht, wird besser. Ja. Wir kennen das ja auch so unter dem Aspekt, wenn wir überraschend ein Geschenk von jemandem bekommen. Oder wir haben auch eingeladen zum Beispiel zum Essen, zum Kaffee und es bringt jemand was mit, eine Flasche Wein oder eine Flasche Champagner oder einen Blumenstrauß oder was. Was kommt so oft aus unserem Mund oder im Gedanken? Das wäre nicht notwendig gewesen. Ja. Beobachte dich dabei. Das wäre nicht notwendig gewesen. Streich diesen Satz aus deinem Jargon. Danke, ich habe es verdient, kannst du selbst noch sagen. Wunderbar, Universum, mehr davon. Und der nächste Gedanke, der dann kommt. Wie kann ich mich arrangieren? Die hat mir jetzt für 50 Euro hier was mitgebracht. Wann hatten die Geburtstag? Wann sind wir bei der eingeladen? Wie kann ich mich revanchieren? Verabschiede dich auch davon, weil damit lädt man ja auf der unbewussten Ebene, ich hoffe, ich bringe das jetzt richtig rüber, so ein bisschen eine Art von Schuldgefühl. Ich bin der was schuldig. Ich bin demjenigen was schuldig. Ja? Und das ist immer eine schlechte Energie. Es sind dann einfach Danke sagen. Mir ist gerade ein Beispiel von der Woche vom wo wir auch im Café gehockt haben und bei dem Kellner hat man schon gemerkt, naja, er macht das, weil er halt irgendwo am Ende vom Monat so ein X aufs Konto bekommt. Und rein aus der, ich habe das wahrgenommen, wir waren das öfter jetzt auch schon dort, ich habe das wahrgenommen, der liebt seinen Job überhaupt nicht und habe einfach nur aus der Energie heraus ihm ein Trinkgeld auch noch gegeben, wo ich vorher gedacht hätte, früher, nee, der hat es jetzt überhaupt nicht verdient, von mir so ein Trinkgeld zu geben. Ich bin einfach diesem Impuls gefolgt und dachte, komm, dem gibst du jetzt mal noch eine extra Portion Trinkgeld. Weil es einfach aus mir so herauskam. Das heißt nicht, dass das immer so sein muss. Ich will damit nur sagen, wie viel mehr kannst du da auf deine Impulse lauschen. Und Dinge geben nicht, weil derjenige besonders freundlich jetzt zu dir war oder was, sondern aus von dir heraus einfach es fließen lassen. Das ist auch der Unterschied zwischen, wenn ich jemandem etwas gebe, weil ich Lust dazu habe, weil das meine Freude ist. Und du kennst das ja sicher auch, dass wenn du jemandem ein Geschenk machst oder irgendetwas gibst oder ein Kompliment machst, derjenige freut sich und da freut man sich selber natürlich auch, ne? Also geben ist auch eine der größten Freuden, die man haben kann. Und wenn wir uns jetzt einen kleinen Schwenker, einen kleinen Ausflug auf das Weltgeschehen mal machen, ohne darauf näher einzugehen. Aber wenn du gibst, weil du glaubst, jemand anderes hat es nötig oder jemand anderes ist arm oder jemand anderes ist arm dran oder die armen Menschen, dann entmächtigst du diese Menschen nur damit. Also du tust ihnen damit keinen Gefallen, wenn du sagst, oh, der Arme, ich muss dem jetzt irgendwas geben, ne? Weil ohne mich und ohne meine Spende ist sein Leben verloren. Das klingt hart und wir sind
die Schöpfer unserer eigenen Lebenswirklichkeit, jeder für sich. Ich von meiner Lebenswirklichkeit, du von deiner Lebenswirklichkeit und du von deiner Lebenswirklichkeit und jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten ist Schöpfer seiner eigenen Lebenswirklichkeit, seiner eigenen Realität und hat sich das alles selbst quasi erschaffen. Das klingt hart, das weiß ich. Und das heißt auch nicht, dass wir niemandem mehr helfen dürfen oder müssen oder uns immer wieder zurückhalten müssen, uns nur noch um uns selbst, also in diesem Sinne um uns selbst kümmern und dass wir nie wieder spenden dürfen. Nur wenn wir das mit dieser Energie machen von du bist arm dran, ich bin besser oder ich hab's besser als du, dann entmächtigen wir diese Person. Klar, die Person kann sich auch nur entmächtigen lassen, wenn sie das selbst zulässt. Und trotzdem, stell dir vor, also Kinder, die wachsen auf, die werden geboren in eine Welt, in der dann Eltern, Familie, Umfeld, Lehrer alle auf sie einbrechen und sagen, so und so ist die Welt, so und so funktioniert das. Die wachsen auf in diesem Glaubenssystem und haben dann auch diesen Glauben daran. Und jetzt stell dir vor, da steht eine Person und 10 Menschen stehen um sie herum und alle sagen, du bist arm, du kannst nichts, du brauchst Geld, du brauchst meine Hilfe. Das ist ja ein gewaltiger Energieschwall, der auf diese Person einbricht. Und so kann es dann eben auch sein, dass diese Person das für sich aufnimmt. So, und wenn jetzt die ganze Welt glaubt, die armen Menschen in diesem einen bestimmten Land, dann ist ja ein gewaltiger Energieschwall auf diese Menschen. Und da musst du schon, also da darfst du schon sehr stark sein und sehr bei dir selbst sein, dass du dir von diesen Energien nichts anhaben lässt. Deswegen dürfen wir viel mehr in diese Richtung glauben, in diese Richtung denken, von einer Welt, die wir uns wünschen, von Menschen, die alle erfüllt sind, die alle glücklich sind und nicht sagen, du bist arm, du brauchst meine Hilfe, du brauchst mein Geld, meine Spende ist das Lebensnotwendige für dich. Ich hoffe, es war jetzt verständlich. War verständlich. Julia schreibt Madeleine genauso. Okay. Das geschieht alles auf der unbewussten und energetischen Ebene. Und all die Dinge, die dein Kopf, wenn er sollte, rebelliert haben jetzt bei diesen Worten, da kommst du an all diese Muster und Themen ran, die es bis eben in dir denkt, wo du dich selbst beschränkst, so hängt das auch alles wiederum zusammen. Und die Anja hat auch geschrieben, würde ich noch gern kurz drauf eingehen, annehmen, ist auch ein Thema bei mir. Mit diesem Annehmen, mit diesem Selbstwert, mit dieser Selbstliebe, mit dieser Selbstermächtigung, da hängt einfach alles mit zusammen. Da hängen auch Dinge mit dran, ich muss es jetzt alleine schaffen. Wenn du zum Beispiel, versuchst zum Beispiel dein eigenes Ding zu machen, ich nenne es jetzt mal ein Herzensbusiness, auf die Beine zu stellen, dann hast du bis eben noch eine Idee, wie du es machst oder bist vielleicht auch in der Richtung schon unterwegs. Solange du dir nicht erlaubst, wirklich, dich wirklich, wirklich mit all deinem Sein, nicht den Gedanken zu öffnen, dass du das allerbeste verdient hast, werden weder Kunden in der Richtung, wie du es gerne hättest, zu dir finden, noch wird die Geldenergie zu dir finden, wie du es gerne hättest. Und solange du glaubst, ich muss es alleine schaffen, hat auch was mit Selbstwert zu tun. Weil als Kind bist du überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass du was alleine schaffen musst. Weil damit machen wir es uns doch nur viel schwerer mit dem Gedanken, ich muss es alleine schaffen. Wenn ich einen Kasten Sprudel kaufe und den aus dem Auto rausholen muss, muss ich den dann alleine schleppen? Wie viel schwerer ist der, wie wenn ich ihn mit jemandem zusammen aus dem Auto raushole? Oder wenn ich ihn rausholen lasse, weil für mich sind das keine Ahnung wie viel Kilo und für jemand anderes sind das gefühlt 100 Gramm. Jetzt mal metaphorisch gesprochen. Und ich hatte, glaube ich, letzte Woche so das Beispiel mit dem Tennisspielen. Steffi Graf.
ich konnte so viel gucken, wie das geht mit dem Aufschlag und allem Möglichen. Aber wenn ich niemanden an meiner Seite habe, der richtig guten Aufschlag kann, kann ich das nicht lernen alleine. No chance. Wenn ich in einer anderen Liga spielen will, also in einem Leben, sonst in meinem Leben übertragen gesagt, sonst wo ankommen will, dann brauche ich eine Anleitung, die auf mich abgestimmt ist, wie ich da hinkomme. Ansonsten no chance. Ich habe auch schon zu dem Thema, habe ich schon sehr oft von Kunden gehört, wenn es um so Ziele ging oder wie sie sich die Welt eben vorstellen. Und da gibt es sicher auch einige hier in der Gruppe, die ebenfalls so denken oder sich das so wünschen. Und zwar dieses Bild von einer Welt, wo alle in Frieden sind und alle so in Gemeinschaften leben. Und ja, eine hat mir mal gesagt, ja, sie hat da so ein Bild im Kopf, wie wir Menschen uns alle an den Händen halten und einfach tanzen und die Sonne scheint und solche Dinge. Und das sind so schöne Vorstellungen. Und die Sache ist, dass wir da ja in Gemeinsamkeit leben. Das Gemeinsamkeit ist ja quasi die Überschrift von diesem ganzen Bild, das so viele von uns haben, auch in dieser, ja, ich sag mal, spirituellen Szene, dieses Bild einfach Gemeinsamkeit und dass niemand alleine ist. Und das sagt ja genau das schon, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir gegenseitig füreinander da sind. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber die beiden hier, die wollen ja trotzdem auch dafür bezahlt werden. Die wollen ja auch Geld haben dafür, dass sie mir helfen. Und ja, das wollen wir. Das liegt ganz einfach daran, dass wir zum einen wissen, was unser Programm, was unsere Arbeit wert ist. Und das ist einfach so ein, ja, Energieausgleich, finanzieller Energieausgleich, so nennen wir es einfach ganz gerne. Weil es mag früher vielleicht so gewesen sein, vielleicht entwickeln wir uns auch in eine Welt hinein, wo es wieder andere Tauschgeschäfte gibt. Ich biete das, du bietest das. Ich biete meine Dienstleistung, du bietest deine Dienstleistung oder dein Produkt oder was auch immer. Aber in der Welt, in der wir jetzt noch leben, ist Geld nun mal das Nummer eins Tauschmittel. Und Geld ist nichts Böses, Geld ist nichts Schlechtes und viel Geld zu haben ist auch nichts Schlechtes. Das ist so, es gibt da dieses Hammerbeispiel, so ich kann mit einem Hammer einen Nagel in die Wand schlagen, um ein schönes Bild aufzuhängen, oder ich kann jemanden den Kopf einschlagen mit dem Hammer. Aber der Hammer macht das nicht zu dem Bösen, sondern nur den, der es benutzt. Und gerade was Geld angeht, Geld ist einfach, das ist auch so ein schöner Satz, Geld verstärkt den Charakter. Das heißt, wenn du jetzt schon großzügig bist und jetzt schon, bewertend gesagt, ein guter Mensch bist, ne? Eine gewisse Persönlichkeit bist, dann macht Geld diese Persönlichkeit nur noch stärker. Wenn du jetzt schon so ein bisschen nach bist, dann Geld verstärkt den Charakter, aber davon gehen wir ja jetzt mal nicht aus. Du kannst ja nur der Beitrag da draußen sein, den Menschen helfen, den Institutionen helfen, die Projekte gründen. Wenn du dir selbst erstmal erlaubst zu empfangen, da sind wir wieder beim Selbstwert, da sind wir wieder bei der Selbstliebe. Sonst funktioniert das nicht. Sonst funktioniert das nicht. Und beobachte auch mal deine Gedanken, weil Julia schreibt, diese Energien haben mich fast zerstört. Solche Gedanken haben andere von euch sicherlich auch ähnlich, wenn man so zurückblickt, weil wir das eben so ein bisschen angerissen haben und da einen Raum geöffnet haben. Jetzt ist die Frage, zwei Fragen. Willst du das weiter glauben, dass sie dich fast zerstört haben? Auf welcher Wellenlänge bist du dann unterwegs? Was manifestierst du da weiter? Oder willst du dich fragen, wo ist das Geschenk darin? Und wie kann ich genau damit jetzt anderen Menschen helfen? Mit dem Geschenk, dass du bist. Und da ist auch der Fokus ganz interessant. Weil man kann diesen Satz, Julia, den du da jetzt geschrieben hast, den kann man ja auf verschiedene Weise formulieren auch, oder diese,
diesen Gedanken, der dahinter steht. Das kann man auf verschiedene Weise formulieren. Entweder du sagst, diese Energien haben mich fast zerstört, oder du sagst, ich habe es geschafft, in meiner Mitte zu bleiben, oder ich habe es geschafft, stark da rauszugehen, oder ich habe es geschafft, bei mir zu bleiben und trotzdem gesund aus irgendeiner Situation, gesund und heil und glücklich aus irgendeiner Situation rauszugehen. Das ist der Fokus und das ist auch die Art und Weise, wie du auf dein Leben blicken darfst und auch auf Situationen, die vielleicht jetzt gerade in deinem Leben sind, die du vielleicht auch gerne anders haben möchtest, aber du schaust, wie du drauf blickst, mit welcher Energie du drauf blickst und mit welcher Energie du das auch kommunizierst. Das heißt nicht, dass man alles, was negativ ist oder was man gar nicht mag, dass man das immer totschweigen muss und in sich runterdrücken muss und nur noch, ja, super, die Welt ist toll und so. Das heißt es nicht. Nur die Frage ist, wie gehst du damit um? Und wenn du sagst, alles ist scheiße, dann bleibt es so. Und wenn du sagst, was kann ich daraus lernen? Was ist da für ein Geschenk drin? Was kann ich Gutes darin sehen? Wofür bin ich dankbar in dieser Situation? Weil für gewisse Dinge kann man immer dankbar sein, egal in welcher Situation man steckt. Für grundlegende Dinge, für den Partner, für die Gesundheit, für die Kinder, dass man überhaupt noch am Leben ist, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Das sind so Impulse zum Fokus. Mhm. So, und für jeden von euch, du hast das Herz von Julia und von vielen heute hier, mit wenigen kleinen Worten. Es war und ist anstrengend. Solange wir unser Licht unter den Scheffel von anderen stellen, wie auch immer dieses andere, diese Institution, welchen Namen wir dem auch immer geben möchten, unser Licht unter den Scheffel von anderen stellen, anderen nachmachen oder denken, ja, dann mache ich mal das, dann ist es einfacher. Oder dann mache ich so, dann ist es einfacher. Oder die macht das so und dann könnte ich ja mit der zusammen oder über die oder so oder so oder so. Kann das Ding immer nur anstrengend sein, weil wir niemals uns selbst sind. Weil wir immer nach den Fähnchen und Regularien von anderen tanzen. Wir waren ja mal früher, mein Mann und ich, in der Network-Marketing-Branche. Viele Jahre. Wir hatten zwei schwarze Daimler vor der Tür stehen. Wir haben letzten Endes aber, das ist mir irgendwann bewusst geworden, trotz Umsätzen, trotz Annehmlichkeiten, trotz freien Reisen, trotz zwei Daimler vor der Tür stehen und trotz riesengroßer Orga, ich habe letzten Endes meinen Selbstwert tagtäglich vergewaltigt. Warum? Weil ich nach den Fähnchen von anderen getanzt habe. Weil es Regularien waren, nach denen ich auf eine gewisse Weise, ich sage es jetzt mal krass, funktionieren musste, mich daran halten muss, sonst funktioniert das Ding nicht. Und wenn diese Fähnchen anders drehen, wenn sich da was ändert, dann darf ich auch wieder die Entscheidung treffen, okay, jetzt darf ich auch wieder in eine andere Richtung gehen oder ich verlasse halt das Unternehmen. Das ist das Ding, so lange wird sich immer auf eine gewisse Art und Weise, egal in welchem Bereich, anstrengend anfühlen. Weil das hat wenig mit Selbstverwirklichung im Sinne von ich wirke zu tun. Sobald du genau weißt, ich kann das hier nicht oft genug sagen, weil es bei mir auch so war und weil es von vielen Kunden, die wir begleiten und ich ja auch schon seit 18 Jahren in der Richtung unterwegs bin, begleiten durfte, sobald die Klarheit da ist, das ist wirklich der wahre Sinn meines Daseins, das entspricht wirklich meiner Mission und damit einhergehend ich auch mal meine Vision wieder klar habe, wo es überhaupt hingeht. Und dann eine auf mich abgestimmte Strategie habe, jetzt sind wir auch nochmal, Mindset ist 90% von allem, aber so ein bisschen Strategie und ein bisschen Marketingtechnik und ein bisschen
Kommunikation, genau zu wissen, wie kommuniziere ich, das gehört einfach auch alles dazu, damit die Menschen, die zu dir passen, auch wirklich leicht den Weg zu dir finden. Und dass du es auch leicht hast in deinem Leben. Da gibt es auch schon so einen Satz, Geld folgt der Freude, habe ich lange nicht verstanden. Da sind so die vielen Glaubensmuster drin, Geld ist hart verdientes Brot, ich muss viel leisten, um viel Geld zu verdienen. Wenn ich mehr Geld verdienen will, dann muss ich auch mehr tun und. Das ist alles Humbug, vergiss das. Das wird immer nur ein Rennen sein. Und sobald du einfach die Klarheit hast und eine auf dich wirklich individuell abgestimmte Strategie, dann bist du bei dir selbst. Das heißt Selbstverwirklichung, da wirst du nie wieder das Gefühl haben, arbeiten zu müssen. Dann wird so vieles zu dir fließen. Dann wirst du so viele Dinge haben und sehen, wow, so viele Einhorntage, wie wir gestern hatten. Und sehen, wow, genial dieses Leben, genial dieses Universum, wie das an meiner Seite ist und mir meine Lebenswirklichkeit erschafft. Mit anderen Worten, dein Soulmate Life. Ja. Und du weißt ja, wo du dich eintragen musst, damit wir mal miteinander sprechen, damit das mal bei dir was wird. Ich poste dir jetzt zum allerersten Mal einen Link hier ins Kommentarfeld, wo du draufklicken kannst. Wie oft hast du schon draufgeklickt und gedacht, ach nee, wie oft hast du schon draufgeklickt und den Preis gehört, den es dazu braucht und gedacht, ach nee, bist gar nicht auf die Idee gekommen, dass man ja trotzdem mal reden kann, weil es gibt ja auch Finanzierungsmöglichkeiten, es gibt ja auch Ratenzahlungen und solche Dinge, es gibt ja immer Möglichkeiten, hast gleich schon Schranke zugemacht. Wie wär's, alles neu macht der Mai und du bist es dir heute mal wert, du gehst jetzt mal in die Leichtigkeit, du gehst jetzt mal in die Freude, hörst mal auf, dich von diesen alten Mustern, Paradigmen, Terrorbarrieren aufhalten zu lassen. Und siehst mal den Sinn deines Daseins hier in unserer Community und auch am Sonntagmorgen und hörst auf, uns zu beobachten, wie wir weiter erfolgreich den Weg gehen. Hörst auf, andere zu beobachten, wie die erfolgreich ihren Weg gehen. Sondern lässt uns mal starten, gemeinsam, damit das bei dir mal was wird, meine Liebe. Und auch hier, um nochmal den Kreis zu schließen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Weil du jetzt gesagt hast, wie oft hast du schon den Link geklickt und gesehen, Bewerbung oder den Preis gesehen. Und wie oft hast du dir selbst damit die Schranke zugemacht? Weil zwischen den Investitionen tätigen, von der man bis vielleicht noch glaubt, wie soll ich das machen, und einen Platz in einem Café kriegen, ist kein Unterschied. Wir haben auch gestern dreimal gesagt bekommen, hier geht es jetzt gerade nicht, du musst warten, es geht jetzt nicht. Und trotzdem kam dann die gleiche Kellnerin nochmal zu und hat gesagt, kommt mit, setzt euch hier hin, auf einen noch viel schöneren Platz, als wir erwartet hatten. Und das ist, wenn du diesen Raum der Möglichkeiten öffnest, ohne zu wissen, wie. Wir haben ja nicht drüber nachgedacht, wie kommen wir jetzt da rein, ne? Wir wollen jetzt da rein, sondern wir haben einfach Universum, wie geht's? Das Wie ist nicht dein Business, das Wie macht das Universum. Das Universum. Ich glaube, das reicht schon, mehr muss ich nicht sagen. Ich habe auch keine Worte mehr, außer dir diese Karte zu zeigen. Nutzt du deine Gelegenheit jetzt? Es ist nicht mal. Wir tanzen jetzt weiter in den Mai. Beim Frühstück? Beim Frühstück erstmal lecker brunchen und dann gehen wir mal raus in die freie Natur und schauen mal, wie viele Einhörner uns heute begegnen. Vielleicht sogar echte. Vielleicht sogar echte. Ihr Lieben, habt noch einen schönen Tag. Danke für eure Zeit, die ihr mit uns hier verbracht habt und klickt da drauf. Nutzt damit wir hier mal dein Leben rocken, okay? Na.
Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.